Guten Morgen, wann ist er aufgestanden? Ich habe Albträume gehabt. Und ja, jetzt gleich Kaffee kochen, Zähne waschen und Sachen zusammenpacken. Marvin verlässt uns aus arbeitstechnischen Gründen gleich. Ja. Leider. Genau. Und dann Wanderung für heute Start kommt. Hier vorne ist ein Gästebuch. Leute, guck mal. Ich habe mich hier ein bisschen verewigt. Prüfen, ob irgendwelche Leute, die irgendwann auch hierher kommen und hier rumpennen, das angucken können. Dann hier zum Reichweitenerweiterung, dass die rüberkommen. Das ist wichtig. Hier. Nee, noch nicht. Da sind noch keine Blasen. Wenn da gleich Blasen kommen, dann. Ja, genau. Die kommen heute zum Einsatz. Oder so. Ja, kann ich mich immer wieder wiederholen. Kaffee in der Na draußen in der Natur zu saufen ist geil. Aber mir fehlt Zucker. Ja, das ist scheiße. Ihr wisst ja, weil gestern ja eine Milchbeutel auseinandergeplatzt ist. Und mein ganzer hier, das alles hier voller dieser Kaffeepads auseinandergestreut war und hier dann geschmiert war und wegen Zuckerwürfel, das war dann Zuckerwasser gewesen. Das hat meine Hände hier verklebt und sowas. Und diese Sachen, die hier noch da sind. Ich habe gestern vergessen, wo ich Bier gekauft habe. Habe ich vergessen, hier einen Kaffee zu kaufen. Das war scheiße. Und Zucker und sowas. Ja. Ja, egal, ist halt so. Nächster Geschäft, da muss ich hier Kaffee kaufen. Deine Jacke ist dreckig. Wüschen, Das ne? finde ich richtig geil. So Natur. So, die Sachen sind gepackt und Marvin muss leider aus arbeitstechnischen Gründen nach Hause fahren. Also er kommt jetzt nicht mit. Er hat seinen Wagen an Nico ausgeliehen, weil er momentan halt keins hat. Und habe mich mega gefreut, Ja, mich dass auch wir auf jeden wieder Fall. eine Vollfettwanderung zusammen gemacht haben. Genau, leider kann ich ja nicht weiter Ja. mitlaufen. Ich würde ja gerne, aber geht halt nicht wegen der Arbeit. Ja. Ach so, Marvin, der hat ja die ganze Zeit sein Fahrrad geschoben. Und genau damit fährt er jetzt, ich glaube, Soltau, oder? Ich fahre jetzt erstmal nach Soltau Ja. und dann schaue ich weiter. Ja. Entweder nehme ich da den Zug oder ich fahre noch ein Stück weiter, weil das Wetter ist gut. Und nehme irgendwo einen Zug dann, keine Ahnung. Vielleicht fahre ich auch. Ja, ich muss mal gucken. Erstmal nach Soltau auf jeden Fall. Alles klar. Gerinhauen. Gerinhauen. Wir sind gestartet und guck mal. Hier noch 11,5 Kilometer und bis Müden. Und das ist die nächste Ortschaft, wo wir durchgehen. Ja, genau, da werden wir heute durchgehen. Und da läuft der Heidschnuckenweg durch. Guck mal, wir laufen hier die ganze Zeit. Oder nee, wir haben gerade gestartet, hier durchzulaufen. Durch diese Heidefläche. Also hier. Diese natürliche Antidepressivum. Und guck mal, die Sonne scheint, das ist voll geil. Deswegen habe ich jetzt mein Pullover ausgezogen.
damit ich so rumlaufen kann, wie ich jetzt gerade rumlaufe. Voll egal. Das Wetter ist schon wieder so cool zu uns, dass ich hier meinen Bierpower-Fummel hier ausgezogen habe, diesen rötlichen. Wir sind in Landkreis Celle angelangt. Wir haben hier eine Bank gefunden und guck mal, ich habe hier noch Apfeldreiecke von gestern, habe ich zum Beispiel gekauft. Ja, scheiße, jetzt müssen wir gleich eine Tüte da aufsammeln, weil das was hier weggeflogen ist. Das habe ich ja gestern bei Edeka gekauft, bei E-Center. Und ich habe ihnen einen Apfeldreieck abgegeben, damit wir das jetzt fressen können. Unge hat auf sein Video reagiert. Prüfen, wie viele Reichweitenerweiterung kommt. Da sind wir ganz gespannt drauf. Das ist richtig geil. Ja, ich habe gerade den Link geschickt gekriegt von einem aus Instagram. Der hat mir den Link geschickt dazu, wo Unge drauf reagiert hat. Richtig cool. Ja, nice. Da muss noch mehr Reaktion kommen. Das ist wichtig. Guck mal. Der gute Beutel ist hier von dem Wagen hier runtergefallen. Der war müde. Ja, jetzt muss er das auch noch aufheben. Oh, jetzt fliegt meine Jacke fast draußen. Ja. Ja, normal. Guck mal. Eine Blindschleiche gefunden. Die sind vollkommen harmlos und sowas. Dieser Sandweg hier vorne, der ist voll nervig. Das ist voll scheiße damit, hier rumzuschieben. Weil dieser ganze Sand sich da in den Reifen da so rumverheddert. Und das ist schwieriger und anstrengender, das zu schieben. Das ist voll scheiße. Guck mal, da drüben ist da ein Schild. Da steht drauf, Fahrradweg, 2,5 Kilometer, bis wir in Mühlen angekommen sind. Und den ganzen Tag nervt mich diese Scheißtüte hier. Mit den ganz vielen Müll drin. Der hängt hier die ganze Zeit so rum. Das stört. Wir brauchen Mülleimer, das ist wichtig. Hier, wir laufen noch mehr als 2,5 Kilometer bis nach Mühlen. Aber wisst ihr auch warum? Weil wir nicht den Fahrradweg durchlaufen, sondern den Wanderweg. Und der ist länger, der ist, keine Ahnung, 4 Kilometer oder so noch. Oder etwas unter 4 Kilometer. Und dann haben wir Mühlen erreicht. Und wir haben gerade zwei ältere Damen getroffen. Viele, viele Grüße. War ein nettes Gespräch. Die konnten sich meinen Namen Natururin ganz gut merken. Guck mal, wir haben gerade so ein paar Leute getroffen und haben uns mit denen so ein bisschen unterhalten. Und die haben gesagt, in Mühlen gibt es ein Biergeschäft. Das finde ich gut. Das heißt, wir gehen gleich bei Mühlen in diesem Biergeschäft rein. Noch 3,3 Kilometer bis nach Mühlen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es genau hier an dieser Stelle schon mal war. Da, als Kind, glaube ich, da sind wir hergefahren und haben hier einen Spaziergang gemacht. Hier bei dieser Heidefläche. Ich glaube, das war hier gewesen, dass wir hier an diesem Parkplatz hier geparkt haben und hier rumgelaufen sind. Und hier, weil da dieser Parkplatz ist, guck mal, ich habe da was Wichtiges gefunden. Jetzt kann ich endlich diesen nervigen Müllsack hier wegschmeißen, der mich den ganzen Tag schon genervt hat. Das war richtig störend. Weil genau hier ist ein Mülleimer. Ich habe gerade den nervigen Müllsack weggeschmissen. Endlich. Jetzt nach da lang laufen. Guck mal, da hinten sind Häuser. Ich glaube, das könnte Mühlen sein. Und in Mühlen gibt's ein Biergeschäft. Also laut Auskunft von diesen anderen Leuten.
Das hört sich gut an. Wir haben ein Biergeschäft gefunden. Jetzt dort Bier und noch mal Sachen kaufen gehen. Also ich habe gerade eingekauft. Und hier drei so eine Brötchen für Nico. Perfekt, danke. Weil was anderes gab es da irgendwie nicht. Sind zwei von denen hier. Perfekt. Dann hier zwei Croissants, die habe ich für mich gekauft. Dann drei diese Wasserflaschen, weil er wollte das haben. Ja. Und für mich noch zwei Wasserflaschen. Dann das hier wollte ich jetzt essen. Dann hier, dieses Mal habe ich das nicht vergessen. So eine Kaffeesticks, 3 in 1, wo auch Kaffeeweiße und Zucker und Kaffee drin ist. Und 6 wie heißt das Ding? Zellerbier, gekühlt. Geprost. So, und jetzt? So, und jetzt einpacken. Wir haben hier gerade ein bisschen rumgesessen und jetzt hier weiter zu gelaufen. Wir haben hier einen Fluss gefunden und wir tunken jetzt unsere dreckigen Füße hier rein. Boah, aber das Wasser ist echt kalt. Aber es tut gut. Wir haben gerade unsere dreckigen, widerlichen, mit Blasen voll gefüllten Füße da reingehalten und abgewaschen. Und ja. Das sollte meine Wäscherei gewesen sein früher. Und jetzt weiter zu gelaufen nach Richtung Fassberg. Wir laufen jetzt diesen Wanderweg schon wieder weiter. Koi gefunden! Koi gefunden! Kirche gefunden! Kirche gefunden! Örze gefunden! Örze gefunden! Weil der letzte Wegweiser ein bisschen verwirrter war, da stand irgendwie irgendwas von Fassberg und Wietzendorf drauf und wir wollten nicht irgendwie den falschen Weg zurücklaufen nach Wietzendorf. Dann direkt nach Fassberg und so weiter, weil Fassberg, da führt der Halsstuckenweg auch durch. Haben wir uns entschieden, dass wir die 4,3 Kilometer bis Fassberg den Fahrradweg durchlaufen. Da haben wir zwar ein bisschen weniger Kilometer und sind früher da, aber in Fassberg ist auf jeden Fall auch Reitschnuckenweg. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und deswegen machen wir das so. Dann nerven uns die ganze Zeit die Autos und LKWs und diese ganzen anderen Fahrzeuge und die ganz viele diese Abgasen dann zu uns schießen. Wir laufen jetzt gerade hier. Aber ich eben gerade gesagt, wir laufen jetzt die ganze Zeit hier diese Landstraße bis Fassberg. Also da, wo diese ganzen nervigen Autos die Abgasen machen. Weil da lang, das sollte vielleicht 4 Kilometer jetzt noch und dann Fassberg. Leute, ich befinde mich jetzt auf diesem Parkplatz von diesem Freibad hier. Waldschwimmbad. Herrenbrücke heißt das. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals in der Grundschule mal hier geschwommen habe. Da habe ich, das war irgendwie dritte, vierte Klasse gewesen oder so. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich war bestimmt da dreimal oder so drin gewesen. Das ist ja hier in der Nähe von Fassberg. Und ich habe ja früher auch hier bei Lutterloh gewohnt. Das werde ich euch innerhalb der Tour auch noch zeigen. Da bin ich in Unterlüß zur Schule gegangen. Das ist so ein richtig kleiner Kuhkaff in der Nähe von Unterlüß. Und Unterlüß ist ja auch hier in der Nähe. Und deswegen war ich da in diesem Freibad ein paar Mal drin gewesen. Keine Ahnung, dreimal oder so. Das weiß ich noch. Und darauf, dass ich euch diesen Freibad hier von außen gezeigt habe und dass ich da schon mal einen Bauchklatscher drauf gemacht habe, auf das Wasser da drauf gefallen bin, werde ich darauf ein Bier trinken. Geprost! Und jetzt vielleicht noch 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer oder so, bis wir dann in Fassberg angekommen sind. Und mal gucken, mal prüfen, ob Fassberg Dönerläden hat. Weil erstens, wir haben Bock auf Döner.
Und zweitens, Nico braucht ein bisschen stärker Akku für sein Handy. Und ich finde das jetzt auch nicht verkehrt, wenn ich eine Powerbank von mir noch ein bisschen weiter aufladen tue. Wir haben Fassberg erreicht. Und Nico, der hat nach Dönerladen geguckt. Über dieses Google. Und der hat gefunden. Und wir laufen jetzt dahin. Zu diesem Dönerladen hier irgendwo in dieses Fassberg. So, wir haben jetzt Dönerladen gefunden. Und wir werden jetzt Döner essen. Und fragen, ob wir unsere Akkus ein bisschen aufladen können, währenddessen wir Döner verspeisen. Das machen wir jetzt. So, jetzt wird Döner gegessen. So, Döner ist aufgegessen. Der Döner fand ich ganz lecker. Ich würde ja 7,5 bis 8 geben. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Jetzt lade ich so ein bisschen meine Powerbank hier ein bisschen auf. Und keine Ahnung, 10 Minuten oder so und dann gehen wir los. Oder 5. 20 Minuten. Ja, 10. Ja, ich muss auch noch aufladen. 20, dann ist ja besser. Dann ist 21 Uhr. Ja. Aber doch, diesen Döner kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Fand ich gut. Jetzt schließt der Dönerladen und jetzt weiter zugelaufen und neuer und hier Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Das machen wir jetzt. Nico hat gerade eine Schutzhütte gefunden über Internet. Und der navigiert uns dahin. Prüfen, wie das da aussieht. Und da laufen wir jetzt dahin. Das sollte etwas länger als 30 Minuten Fußweg dahin sein, bis wir dort angekommen sind. Wir laufen jetzt die ganze Zeit in Dunkeln hier lang. Und laufen komplett bis zur navigierten Schutzhütte durch. Diese navigierte Schutzhütte, die sollte von diesem Zeitpunkt, von jetzt gerade, 23 Minuten entfernt sein. Laut Navigierung. Da laufen wir jetzt dahin mit Beine. Ne, guck mal, hier. Wir haben dieses Haar schon wieder gefunden von diesem Heidschnuckenweg. Ja, aber wir müssen nach da lang erstmal, um zu diesem navigierten Schutzhütte hinzulaufen. Mit Beine. Wir sind eben gerade an einem Friedhof vorbeigelaufen. Und jetzt gelaufen wir direkt in so einer Straße, die komplett durch Wald führt. Das ist so eine Asphaltstraße. Ja. Yeah. Ich find diese Asphaltstraßen cool. Die sind viel leichter für diesen Siftwagen, das zu schieben. Schmarbeck gefunden. Hier näher sollte diese Schutzhütte sein. 140 Meter. Guck mal, wir haben hier eine Bushaltestelle gefunden. Und diese Schutzhütte, wo wir eigentlich hin wollten, die ist direkt da drüben. Aber diese Schutzhütte ist viel noch kleiner als diese Bushaltestelle hier. Und weil wir erstens war hier sonst morgen früh vielleicht hätten sie ganz viele Autos und wir von Leuten und sowas belästigt werden könnten. Und wir noch Energie haben zu laufen, laufen wir ungefähr knapp eine halbe Stunde weiter bis zur nächsten Schutzhütte. Wenn die nächste ist, dann wieder 10 Minuten weiter. Ja. Das hat Nico navigiert. Genau. Deswegen laufen wir jetzt zur nächsten Schutzhütte, die ja knapp eine halbe Stunde entfernt sein sollte. Wieder in dieser Richtung, ja. In der andere. Wieder die Straße zurück. Aber links dann eigentlich. Und ja. Wir laufen auch aus Schmarbeck raus. Wieder in Richtung Fassberg. Guck mal,
Hier laufen diese Tiere mit Hörner im Kopf, aus dem Kopf wachsend, rum. 2 Kilometer. Prüfen, ob wir in diesen 2 Kilometern mit diesen Viechern, wo Hörner im Kopf rauswachsen, ob die uns in diesen 2 Kilometer auffressen tun. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oder nee, wir laufen doch nicht durch diese 2 Kilometer Weg, wo diese Viecher mit den Hörnern auf den Kopf uns vielleicht auffressen könnten. Durch. Weil Google, der hat uns irgendwie schon wieder falsch hingeführt. Wir müssen in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir müssen schon wieder durch dahin laufen, wo wir eben gerade waren, also bei dieser Schutzhütte, die so klein ist. Und da laufen wir dran vorbei und dann laufen wir weiter. Und dann sollten diese Schutzhütten irgendwann in einer halben Stunde oder so kommen. Wir sind schon wieder in Schmarbeck angekommen. Jetzt laufen wir da durch und laufen an diese Schutzhütte vorbei, die zu klein ist. Und dann weiter zu gelaufen, bis zu den nächsten anderen Schutzhütten. Wir verlassen jetzt Schmarbeck von der anderen Kaffseite. Jetzt laufen wir hier die ganze Zeit durch so ein nassen Gras, wo hier unsere Füße hier nass werden. Die werden schon wieder sowas von durchnässt durch diesen nassen Gras mit diesen ganzen vielen Flüssigkeiten und Tropfen hier dran. Die nerven uns. Aber vielleicht noch, keine Ahnung, 1/2 Kilometer und dann sollten wir diese Schutzhütten erreicht haben. Google, der schickt uns die ganze Zeit hin und her. Und jetzt sind unsere Schuhe noch viel nasser. Und dann wollte er uns hier in diese Richtung hinschicken. Und jetzt schickt er uns schon wieder in diese Richtung. 260 Meter angeblich. Ja. Mal gucken. Jetzt kommt wieder ein schwieriger Weg gerade. Ja, genau das habe ich schon so oft gehabt. Also ich hasse sowas. Oh, wir haben hier diese Schutzhütte gefunden, die Nico navigiert hat. Also diese hier. Weil Google uns die ganze Zeit scheiße navigiert hat. Immer uns hin und zurück geschickt hat. Haben wir jetzt voll die nassen Füße und so weiter. Und der Weg war voll scheiße gewesen. Unsere Wagen sind ständig zur Seite gekippt. Und das hat voll lange gedauert. Und wir haben Umwege gemacht. Wir haben uns so ein bisschen verlaufen noch zwischendurch. Aber darauf, dass wir jetzt die Schutzhütte gefunden haben, werde ich jetzt ein Bier aufmachen. Geprost. Nico, du auch ein Bier? Ja. Ich öffne für Nico. Geprost. Ja, und hier in dieser Schutzhütte werden wir heute pennen. Das machen wir. Hier unten, hier liegt mein, wie heißt das Ding? Unterleg-Messeschutzplane. Und guck mal, wie das glänzt. Das ist immer noch nass von diesem Regentag. Wisst ihr noch diesen Tag, wo es so stark geregnet hat? Genau, davon ist das immer noch nass. Und bevor das rumschimmelt, habe ich mir gedacht, ich leg das einmal hier drauf und leg hier einfach meine versiffte, wie heißt das Ding? Isomatte. Hier drauf. Und pennen genauso heute Nacht. Er hier, der hat letzte Nacht voll gefroren. Richtig, Schüttelfrost voll. Ja. Und er hat auf der Bank gelegen wegen Spinnen, wegen diesen ganzen Krabbeltieren, die unten auf dem Boden gekrabbelt sind, ja, letzte Nacht. Also nur Spinnen, ja. Und und deswegen habe ich das übernommen, dass ich dann auf dem Boden penne. Oder genau, ich habe auf dem Boden gepennt. Ja, prüfen, wie viele Spinnen mir in meine Nasenlöchern und in meinen Mund reingekrabbelt sind. Und heute ist das genauso. Er pennt auf der Bank und ich schlafe hier. So. Nico, der pennt hier auf dieser Bank.
Und ich bin genau hier auf dem Boden, ganz entspannt. Gute Nacht, bis morgen.